Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 3 Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wieder Games for You. Ich check grad nochmal. Ja, letzte Folge habe ich leider vergessen, den Ton wieder anzumachen. Hatte davor irgendwie Nintendo Pocket Football Club gespielt, um so Evo nicht zu stören. Das Ganze lautlos. Ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid. Dafür heute wieder mit Mucke und gegebenenfalls eine Sprachausgabe, die nicht nur von mir stammt. Demnach geht's dann wieder ab. So, optimiere deine Techniken, sprich mit Silvia. Dann würde ich sagen, dann machen wir das doch heute in der Folge auch. Und vor allen Dingen vielen Dank für die vielen Tipps, die ich immer wieder bekomme. Gerade gestern auch massiv Tipps bekommen, zum Beispiel von King Germany. Ich gehe mal davon aus, dass GER so die Abkürzung dafür sein soll. Danke nochmal dafür. Immer fleißig dabei. Finde ich sehr gut. Durchaus geholfen, gerade auch was Ausrüstung angeht und so weiter. Bin ich am Überlegen, wie machen wir das denn am besten? Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir... Machen wir eine Fußballtour? Wenn ja, bin gerade am Überlegen. Die haben ja gesagt, dass es überall jetzt geht. Karte, also beziehungsweise an mehr Sachen noch. Und zwar im Einkaufsviertel soll das auch gehen. Hat sie gemeint. Aber wo? Oho, wie ich höre, steht euch jungen Leuten ein wichtiges Spiel bevor. Macht uns stolz, Jungs. Ja, ja, alles klar. Ich habe ihn verstanden. Wenn sie sagen, das. Würde ich sagen, gehen wir lieber zurück, gehen wir zum Verbandshaus, weil da weiß ich definitiv, wo die Leute sind. Ah, ein Spiel, ein 4 gegen 4 Spiel. So, jetzt probieren wir einmal einen Tipp aus. Und zwar wurde mir gesagt, dass ich die zu unserem Tor kommen lassen soll, dann die Technik anwenden, damit es eben finde. Ich glaube, das geht fast gar nicht. Schließen wir mal normal. Damit die Spezialtechnik von unserem Tor wieder gelevelt wird. Jo, der ist mal drinne. Hops ist da zuverlässig auf jeden Fall. Ich frage mich, ob der auch so ein bisschen für kommende Titel etabliert wird. Aber grundsätzlich habe ich auch mal eine Frage an euch. Und zwar, worüber ich nachgedacht habe, folgendes. Wie dem einen oder anderen auffällt, ich gebe mich den Rufen jetzt hin. Wann kommt Inazuma? Wann kommt Inazuma? Wir machen jetzt, sofern es mir möglich ist, jeden Tag eine Folge. Es kann durchaus mal sein, dass ich einen Tag aussetze oder so, weil immer noch die ein oder andere Bauarbeiten bei mir stattfinden. Also dahingehend nicht wundern. Plan ist aber, möglichst jeden Tag eine Folge zu bringen. Und im Zuge dessen ist das Spiel natürlich viel früher fertig, logischerweise. Jetzt habe ich hier aber noch den allerersten Teil rumliegen, zum Beispiel. Da wollte ich fragen, was denkt ihr, soll ich das hinterher schieben, soll ich das nicht? Oder war das im Stadion? Das war, glaube ich, im Stadion. Verdammt, ist mir falsch gelaufen vor lauter Laberei. Soll ich das dann hinterher schieben? Falls wir hier in absehbarer Zeit oder generell, wenn wir hier durch sind, das würde mich mal interessieren. Das könnte ich nämlich ohne weiteres machen. Dass wir quasi anfangen und die komplette Inazuma-Serie abhaken. Würde mich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. So, müssen wir mit ihm reden. Ja, 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 das ist Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nicht nochmal. Nein, 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 ich habe schon wieder mit ihm geredet. Alter Falter. So, mit dir will ich reden. Ich bin die Assistentin, ja, bla bla bla. Neues Turnier. Und was sind die denn? Die Inazuma-Veteranen. Uiuiuiui. Spielen wir doch. Vielleicht kriegen wir nette Belohnungen. Inazuma Japan versus Inazuma Veteranen. Ah, sieht auch relativ altmodisch aus. Ja, das passt schon. Wir haben auf jeden Fall alle auf dem Platz, die die Spezialtechniken können sollten. Das ist schon mal in Ordnung, würde ich sagen. Pass mal hier hin, pass mal da hin. Pass hier hin. Zur Achsel. Du spielst zu... Ah, scheiße.
Komm, setz dich durch. Boah, Vulkanblocker. Ach du Scheiße. Habe ich da noch nie gesehen. Kein Wunder, dass das die Veteranen sind. Die habe ich ein bisschen unterschätzt. Okay, okay. Tackling. Jawohl. Komm hier, passt. Wie faul. Ihr seid doch Schweine. Weiter. Sehe ich ein bisschen anders hier, aber was soll's. Abblocken. Zickzack, Funken. Ihr könnt doch nicht die ganze Zeit hier so einen Kack machen, Leute. Alter. Mit Strom auf dem Spielfeld. Das nenne ich alles andere als Fairplay. So, hier, komm. Super Schamper. Brauchen den Ball mal wieder. Jawohl. Hier, zack. Nein. Dann schießt. Ah, ausweichen. Komm, das kriegst du hin. Keine Fähigkeit. Keine Fähigkeit. Das macht er nicht. Jetzt schießen wir dem anderen Torhüter direkt in die Fresse. Feuertornado. Okay, komm, Junge. Komm, komm, komm. Den kann er niemals halten. Was? Magische Hand? Was soll das denn? Jawohl. Tor. Der ist drin. Ich glaub's nicht. Wie geil. 1:0. Bam, bam, bam. Da ist er doch schon drin. Da ist er doch schon drin. Noch Fragen? Nee, ich würde sagen... Was zum? Das war ein recht anständiger Schuss. Sehr, sehr schön. Sind wir gut in Führung gegangen. So, abblocken. Jawohl, durchgesetzt. Da hat er den einen abgeblockt. Wie geil ist das denn? Hops denkt mit. Muss er zurücklaufen. Ob du nur machst. Komm hier. Ja, der Tiger. Gleich mal hinterher. Gucken, den könnte er eventuell halten. Ich glaub's aber nicht. Und wir können den zweimal einsetzen. Er hat genug TP. Oh, bitte, bitte. Ja, jetzt macht er. Was ist denn das jetzt? Explosivschlag. Schon wieder irgend so ein Scheißdreck. Du Arsch. Jawohl. Tor! Ich bin begeistert. 2:0. Dö, 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 dö. So muss das sein, so muss das sein. Und er sagt auch noch das Richtige. Peng, drin. Was zum? Das war ein recht anständiger Schuss. Tja, Opa-Trainer, hier, keine Chance gegen die junge Garde. Ah, genau, so, komm, abblocken hier. Müssen wir uns ja nicht mal anstrengen gegen die Luschis. Oh nein, Fehlpass. Wir müssen ihnen ja auch eine Chance lassen irgendwo. Zickzack-Punkten, du mich auch, du Kerl. Der arme Axel, da bekommt's immer ab. Der ist noch... Oh, er fault. Das war mir klar bei den Stromgeschichten, dass das ein Foul sein muss. So, weiter. Wupp. Jetzt wird's heiß. Ihr Veteranenschweine. Ihr Schweine! Durchsetzen. Illusionsball. Tja, keine Ahnung, Opa, ne? Mir schon klar, dass du blind bist. Nein! Okay, abblocken. Das kriegen wir noch hin. In der Halbzeit müssen wir ihn austauschen. Axel ist fertig nämlich. Kriegen wir den da rein von dort aus? Machen wir mal Wolfsgeheul. Weil der mir stärker vorkommt, dadurch, dass er teurer ist. Oh, holla, die Waldfee. Der wird ja gefährlich. Sieht ein bisschen aus wie der Teufelsfreier von den Kickers. Das klappt wieder nicht. Der ist ja ein scheiß Torhüter. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab gedacht, Hillman hätte mehr auf dem Kasten. Aber dem ist wohl nicht so. Und damit steht's 3:0. Komm, Hops. Jawohl. Tackling. Ballzauber. Ein Houdini. Ich weiß nicht, darf man Capes mit auf den Platz nehmen? Ich glaube eher nicht, ne? Also, das finde ich ein bisschen seltsam. Jawohl! Ende der ersten Halbzeit, so muss das sein.
Spiel nach Maß. Juhu, wir sind auf dem Weg zum Sieg. Jetzt gilt es, die Samthandschuhe Jetzt gilt es, die Samthandschuhe auszuziehen und ernst zu machen. So. Nee, ich will hier Axel austauschen. Der macht mir einen müden Eindruck. Roste, was haben wir hier noch so? Gut. Du hast auch schon was eingesetzt, dann nehmen wir mal Jordan dafür. Und der Rest, die Verteidigung, die hat ja noch nicht wirklich was zu leisten müssen. Dann starten wir das Ganze. Oh, du Sau! Okay, komm, Stoutberg, jawohl! Die Jugend siegt! Machen wir mal einen Schuss. Power Surfer! Sightseeing, Mann! Total lässig, Mann! Kapow! Schuss ablocken, Veteranen. Uiuiuiuiuiui. Was heißt letztendlich, dass die auch nochmal die Fähigkeit anwenden müssen. Und gegebenenfalls der Torhüter auch noch eine Fähigkeit ansetzt. Macht er aber nicht, ist egal. Haha, nicht schlecht, Mann. Hehe, ihr scheint uns nicht richtig ernst zu nehmen, stimmt's? Nee, eigentlich nicht bei dem Spielstand, ehrlich gesagt. Jawohl. Tackling und dann machen wir gleich einen Pass über, wenn es klappt. Sehr schön. Hierher. Und der geht rein, oder? Komm, machen wir mit die Ohrklinge. Gleich mal auf die Kacke hauen. Boah, wie viel der TP der auch immer wieder abzieht, der Schuss. Das ist der Wahnsinn. Na, den hältst du doch nie. Niemals, jawohl. Drinne! Tor! 4:0. Wenn ich das sehe, freue ich mich. Ja, Treffer! Was zum? Das war ein recht anständiger Schuss. Da wechseln sogar die Veteranen mal durch. Komm, ablocken. Schon wieder sein Ballzauber gedöhnt, ey. Vogelmann. Gleich zwei hat er hier mitgenommen. Kommen wir hier, zack, ein Superstampfer. Jawohl, zeig's den. Staubberg braucht nicht mehr lange, dann kann er den vielleicht sogar schon zweimal anwenden. So, und du schießt drauf. Mit deinem Power Surfer. Los jetzt. Schieß auch mal wieder ein Tor, Kane. Zeig's den. Mit Krawall. Wird noch nicht mal abgeblockt. Jawohl. Und der geht rein. Ich glaub's nicht. Kane schießt ein Tor. 5:0. Dö. So muss es sein. So ist es gut. Jetzt sehen wir es nochmal, weil ich zu langsam war. Ba. Na, können wir es halt auskosten. Also, wie gesagt, ne? Wenn ihr die... Bumm, so wird das gemacht, Mann. Was zum? Das war ein recht anständiger Schuss. Wenn ihr die anderen Folgen auch noch sehen wollt, unbedingt mal in die Kommentare schreiben, damit ich da weiß, ob das überhaupt gewünscht ist oder nicht. Dann werden wir den Fach jetzt in Zukunft in der Super durchzocken. Und vielleicht werde ich am Ende dann doch noch ein ganz passabler Spieler. Man weiß es nicht. Oh, was ein Billigschuss. Naja, wir müssen den alten Leuten auch mal was zum Halten geben, sonst werden die traurig. Siehst du, jetzt ist er voll begeistert wieder, schreit gleich Angriff. So, na komm hier. Ach Jordan, du Depp. Muss Stoutberg wieder das machen oder was? Hier, komm. Nee, Superstampfer geht nicht mehr, mach mal ablocken. Die Maschine, ey, aber auch. Das glaubt einem keiner. Hier kriegst du mal einen Pass. Hops, wupp. Und jetzt aber direkt hier. Ja, die Schieger rein in die Fresse. Um die gegebenen Hoffnungen wieder zu zerstören. Jawohl. Kapau, Mann, Tor! 6:0. Schön, wa? Schnell genug sind wir gewesen. Peng, drin! Was? Schon wieder ein Tor. Jetzt habe ich langsam keine Lust mehr. War jetzt meine freie Interpretation von dem, was dort stand.
Sind nur noch 4 Minuten, nicht mal mehr, eher 3. So, wuppdiwupp. Eigentlich wäre es ganz gut, wenn man noch so ein, zwei Spieler hätte in der Verteidigung, die schießen können auf die Entfernung. Oh, oh, oh. Inazuma Japan, Spezialtechniken. Tanzfalle an. Machen wir doch mal. Ich weiß zwar nicht genau warum und wie ich das gemacht habe und überhaupt. Aber okay, keine Probleme damit. Spiel beendet. Schweinerei. Schweinerei. Gewonnen. Gewonnen. Gut gemacht, Leute. Wir haben gewonnen. Puh, das... Was war... Was für ein Spiel. Kannst du auch... Gucken, was gibt hier an EP? Dicke EP sogar. Stoutberg, schon Level 25. Die Killermaschine. Magische Wand hat er gelernt. Ach du Schande. Nicht schlecht, nicht schlecht hier. Spiel 1 geschafft. Versus. Okay, können wir hier raus nochmal? Wie machen wir das? Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Wie es weitergeht mit Spiel 2, seht ihr morgen. Ciao, ciao!